Aber da zu dumm ist, mit deinen Minen. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Als ob! Ach komm, vom Bau rein, du Sack, Alter! Ja. Hallöchen, meine Freunde. Hier ist wieder euer Anime-Fan. Um uns schon mal langsam auf Weihnachten einzustimmen, machen wir einen Easy Santa Skill-Test. Und ich bin euer Weihnachtsmann. Hallöchen, Ars und Endos übrigens. Knock, knock. Ich hab den Bart, eher andere Ähnlichkeiten. Oh, hat er nicht gesagt. Andres ist heute schon die ganze Zeit so in Geberlaune. Aggressiv, ja. Frohe Weihnachten. Ja, Freunde, natürlich für euch leider eine Woche zu früh, aber es geht nicht anders. Wuhu. Denn über Weihnachten wollen wir uns allen Ruhe gönnen. Genau. Da ist weil wir ja Menschen nicht. Genau, weil wir ja Menschen nicht leiden können, müssen wir in der Weihnachtszeit immer flüchten. Ich schmeiß mal Laterne auf jemanden, der hinter mir ist. Ja. Die hat mein Dach zerkratzt. Tja. Woo! Oh. Ach, wow, was ist das denn? Okay. Hä? Wie ist das denn funktioniert? Hä? Was denn? Ich hoffe, das war nur ein Bug. Weil ich habe erst euch beide vor mir genommen, aber Endos wieder weiter vor mir. Aufs Haus drauf. Wow, ist das ja assi. Also, diese Map sollen wir im Dunkeln spielen. Von wem war die jetzt? Von, ich meine... Game Story. Danke. Ah, sehr schön, sehr schön. Game Story ist weihnachtlich drauf, Freunde. Warum in Bäumen drin? Sieht man immer so viel. Erstmal ein bisschen Häuserparcours. Und wir machen natürlich weihnachtliche Stimmung, Freunde. Das heißt, ich müsste eigentlich heute jetzt Weihnachtslieder singen, oder? Nein. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Für jedes Mal, wenn Ares mich hochjagt, Freunde, gibt's ein Lied. Um ihn schon mal zu bestrafen. Nein, ich hab's verkackt, oder? Bist du ein Trottel? Ha, hab ich nicht. Geil. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ich fahre in den Pool und er trennt mich. Bedanke dich jedes Mal, wenn Ares mich hochjagt, gibt's ein Lied, Endres. Wow, was ist das für eine Kacke? Hallo? Hallo, Auto? Okay, komm. Ah, komm, langsam, chill. Hm. Probier's halt so, Freunde. Juhu! Vollgas! Bremsen. Vollgas. Bremsen. Vehikel. Ah, fuck. Aber fällt mir ein, das ist auch mal was Besonderes für uns. So ein Auto spielen wir meistens, Nie. Selten. Oh, Ars hat Glück gehabt. Fast hätte er mich wieder singen gehört, Freunde. Aber da zu dumm ist. Mit deinen Minen. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Als ob! Ach komm, vom Bau rein, du Sack, Alter! Ja. Wow. Was für ein Trottel, Alter! More Speed. More Speed? More Speed. More Huhn. Ja, war aber nichts. Magst du keine Rohrbomben? Nein. Ah, deswegen. Das heißt, kennst du oft die Lösung nicht? Sie bleibt dir unbekannt. Sieh dem Rätsel ins Gesicht. Sag dir dein Verstand. Es ist gerade nicht der Verstand, der mir was sagt. Ja, ist so. Ich habe ja wie angekündigt, jedes Mal, wenn Ares mich hochjagt, Freunde, gibt's ein Lied heute. Ist das nicht geil? Und natürlich, da Ares mich so geil singen findet, jagt mich häufig in die Luft. Er sagt zwar immer, hört mich gern singen auf, Freunde, man sieht es ja. Er jagt mich hoch, also will er mich singen hören, kann man so sagen. Das ist reine Auslegungssache. Ja. Alle, die sagen, ah, will mich singen hören, können gerne was dazu schreiben. Weil sonst wird er ja nicht so oft einen hochjagen, oder? Ja, Junge! Wie langsam ist das Auto? Ich will der Allerbeste sein.
wie keiner vor mir war. Oh Mann. Dip, 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 dip. Alle Mann, bitte. Danke, Engine, in die Kommentare, wer die das. Wieso? Danke, Engine, ich hab doch gar nichts gemacht. 4-0 steht's, also, ja. Ja. Keine weiteren Fragen. Hä, wie soll denn das gehen? Das geht doch gar nicht. Ich komm da nicht hoch. Wow. Hat er hier einen Baufehler drin? Warte mal, das ich kann's dir nicht sagen, weil, das hier finde ich ja schon heftig, was hier kommt. Ja. Da hast du auch 2-3 Versuche gebraucht, oder 7-8. Nee, kein Baufehler, funktioniert. Ah, geiler Typ, Mann. Geiler Typ. GameStory hat sich einen geraucht, wenn er sowas baut. Es ist auf jeden Fall mal was anderes, ne? Also. Freunde, findet ihr es schön, wenn wir was anderes machen? Oder sollen wir lieber Ars am Wallride fertig machen? Hä? Nee, immer nur Wallride ist langweilig. Ja, es geht nicht darum, dass die Zuschauer Spaß haben. Was? Habe ich jetzt nicht gesagt. Was? Zuschauer sollen Spaß haben? Blasphemie. Hä? Wow, wie soll das denn mit dem Shopschein funktionieren? Das war böse. Mit Speed drüber. Hab ich mich schon fast gegangen. Weil langsam habe ich halt gemerkt, klappt es nicht. Fick man uns doch, das ist nicht sein Ernst. Hi Entchen. Hi. Ja, über welche für Häuser muss man denn da drüber? Oh. Das Problem ist, ich habe vor dem Rennen für 30.000 Sachen gekauft, aber ich habe nichts bekommen. Geil. Ja. Mit dem Auto muss so ein Dach drüber fahren, das ist auch fast unmöglich. Oh, ich war noch da drauf. Oh. Ey, Junge! Was raucht mich der GameStory, wenn er sowas... Hä, wo muss ich denn hin? Hä? Bitte! Bin ich hier richtig oder falsch? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig oder falsch bin, Freunde. Passen Sie auf! Passen Sie auf! Das erschließt sich mir, ehrlich gesagt, auch nicht so ganz. Aber man kann eins sagen, Ars hat sich sogar gecheatet mit dem Lied. Habe ich nicht! Er hat nicht First Try geschafft und der hat immer den so ein Lied, Freunde. Ist mir doch Lachs, Alter. Andres, wo hängst du? Lass dir helfen, mein Freund. Dem ist nicht mehr zu helfen. Dir ist nicht mehr zu helfen. Hä? Wow. Ist schwer, mein Weg auch ist. Ich nehme den Wallride in Kauf. Ich will den Platz, der mir gehört. Ich gebe niemals auf. Das war safe länger als 10 Sekunden, Digga. Sagt mit 15 Sekunden der Deko. Ja, das ist was anderes. Das ist was komplett anderes. Ey, Junge, was hat der hier wieder gebaut? Ach, bitte, ja? Ach, nö. Nein. Hör mal auf! Sagt der, wie viel steht nochmal bei uns? Ich bin mir gerade nicht sicher. Keine Ahnung. Ach, du bist so ein dreckiger Cheater. Aber ich bitte dir darum, dass du wenigstens eine Unterhose auf den Kopf ziehst, wenn du dort machst. Du Schwanz. Also, nee. Freunde, ich bin wirklich ein Freund, ich spiele gern GTA-Modus. Aber mit Ares kann man sowas leider nicht spielen. Woher habe ich keinen Kampf? Aber er cheatet jeden Punkt hier. Du Sack, hör mal leise. Er cheatet wirklich jeden Punkt hier. Ja, genau, jeden Punkt. Ist ein Zielschab. Erster Platz! Richtig verdient, Mann! Dafür gibt's wieder einen. So. Das heißt. Der ist aber. Die Bank. Ja. Ja, kommen wir nicht drüber her. Kleiner Tipp. Jetzt mal ernsthaft, deine Antriebsachse ist die Vorderradachse. Meine Überlegung eben gerade war, das Ding rückwärts zu nehmen, aber du meintest ja dann auf mich zu böllern und ich hatte keinen Bock, den ganzen Scheiß Sommer zu fahren, deswegen bin ich aus der Karre raus. Den ganzen Scheiß, die paar Meter, Junge. Ja, ich muss Sprit sparen, Digga. So, uppi. Oh, Andres ist bei dem Wallride. Oh, der war interessant.
Ja, ich hab grad mal ein bisschen aus das, was wir die Endos kennen drin, ne? Ist aber was Neues. So. Wow, bei mir sah das gerade übertriebenes glitschig aus, was du da gemacht hast. War's auch ein bisschen. So ein Trottel. Wieso bin ich jetzt der Trottel? Wegen der Bank. Ja? Wie hast du es gemacht? Einfach vorwärts rüber, locker. Ging bei mir nicht. Ich hab's versucht. Also wirklich, du siehst ja dann. Ich sehe, wie du aussteigst und feige wegläufst. Feige weglaufen? Würdest du aus dem Auto aussteigen, wenn da hinter dir einer ist und auf dich ballert? Dann würdest du doch nicht aussteigen. Ne, ich würde zurückschießen, nicht Skill, aussteigen. Nicht getroffen. Also diese Pappschilder sind echt... Wow! So, Freunde, ich habe Ehre, ich warte auf Endos und das heißt, wir hören uns gleich wieder. Vor allem Zieljump. Was ist das für ein Zieljump? Da fahre ich runter. Anime-Fan, leuchte dem Mann mal den Weg. Ich sehe ihn da stehen. Hier hin. Hier, hast du Feuer? Wow, Alter. Ist er nicht so gestorben? Nein. Das ist echt, aber ich kann nur leider nicht aussteigen. Er kann nicht aussteigen. Ja, weil alles, er steht im Meer von Flammen. Und deine Reifen sind wahrscheinlich mittlerweile alle geplatzt. Jetzt eben gerade, ja. Hilfe! Feuer! This man is on fire! Was? Bei mir bist du rechts runtergefallen. Machst du jetzt einen auf A aus, läufst zum nächsten Punkt? Nein. Du schießt auf mich! Ja. Ich geb dir Special Effects. Warum auch durch den Wagen gehen, wenn man oben drüber kann, ne? Ja. Nein, nicht schießen. Hilfe! Die Bank hat übrigens Ares auch gescheatet. Die habe ich nicht gescheatet, das war regulär. Oh! Ich hab den Punkt. Fix, Bitch. So, Freunde, er hat ein bisschen Angst die letzte Zeit gehabt. Ich weiß nicht warum. Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen. So! Und wenn er jetzt gleich mal kommt. Ich hab's kommen sehen. War übrigens so eine Rohrbombe. Ich hab's mit Skill gemacht. Wow. Bin mal gespannt, was das wieder in der Abrechnung dann kostet, ey. Beyblade! Beyblade, du mal. Ich fahr dann vor dir rein. Und schau, wenn du bist. So. Hat er verdient, Freunde. Wettbewertung. Ja, ist ein anderes Rennen. Ich hab's unter anderem doch sehr witzig, muss ich sagen. Ich gebe 8 Punkte. Man kann das jetzt nicht mit Wallride-Maps oder sowas vergleichen. Ja. Ist halt ein Parcours. Ich denke mal, 8 Punkte gehen dann mega klar, oder? Wie seht ihr das sonst? Definitiv. Gerne mehr davon. Ja, ja. Kann man mal so geben. Auch wenn es ein bisschen kurz war. Ja, das stimmt. Das stimmt. In der Kürze liegt die Würze. Die war gut, voll heiß, die Map. Ja. Ich habe übrigens 180 ausgegeben. Und ihr so? 6648. Liebe Freunde, wenn euch diese Episode gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt unbedingt den Kanal vom Goldkirchen aus. Unten in der Videobeschreibung ist der gute Mann verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Wenn ich den Stopfen mit dem Puschelchen ständig wieder neu reinschieben muss, ist das auch doof. Wir reden nicht vom Babplax, ja mein Freund. Ich weiß ja nicht, wo du den befestigen willst. Ich hätte den an einem Gürtel Arsch! Hast du nicht gehört, Leis? Den hat er nicht verstanden. Aber sieht doch geil aus, die Map bis jetzt. Sag mal so, endest deine private. Wer war eigentlich der Neonimp-User? Ich glaube, der Nico, oder? Entschuldigung, ja. Mir wurden gerade eben virtuell die Eier gewachsen. Das erwartest du von mir. Virtuell gewachsen, warum lässt du das zu? Weil er drauf steht. Weil es gerade gekostet hat. Schön, wenn du am Pennen bist. Du bist einfach nicht offen genug, Bloody. Du bist einfach nicht offen genug. Wenn wir einen getankt haben, machen wir eine Wette und dann wirst du dir die Eier wachsen. Tschüss, Niki.
Nein! Nee, garantiert nicht. Oh, Ares, lass das! Aus! Nein. Oh nein! Huh, gerade noch gerettet. Schade. Oh, da ist Nick ja wieder. Oh, da war mein Fritzi, ich möchte mein Fritzi rein. Nein. Die Gamescom, lieber Max Gut, gibt es in Köln. Dass ich jetzt es hätte. Tschüss, Niki. Ja, ich hab den Punkt bekommen. Was? Das war so ein lucky Anime. Ist ja meistens so. Niki hat mich genau in den Punkt reingehauen. Oh, wow. Alter, wow. Kriegst du ab dafür? Das krieg ich ja jetzt mit jemand. Einer Fritzi, du Schlingel. Was kriegst du? Herpes? Bitte was? Fritzi ist Herpes? Noch nicht. Ich sag, nein. Das krieg ich jetzt erst mit. Na, Fritzi, du Schlingel. Aber okay, wenn du möchtest, dass ich Herpes kriege, nur weil ich deinen Namen nicht lese oder Stimme höre. Kein selbst Ding, mach so weiter. Selbst ich hab das Herpes verstanden. Selbst es erglänzt, Alter. Das ist ja nicht so, als hätte ich die ganze Zeit auch gesprochen. Aber by the way, ein geiles Rennen, finde ich. Am Arsch. Aber er hätte weniger Mauern setzen müssen, wäre noch geiler gekommen. In den Arsch ran? Nein, aber Fritzi hat gesprochen. Oder aber Ares? Wo wir gerade beim Thema Arsch sind. Möchtest du den auch Hauptsache, ich kriege gerade eine WhatsApp, in der drin steht. So, wann bist du hier zum Waxen? Von wem? Ja, rate mal. Diamond. Ja, natürlich. Geil! Ja, ich warte nur drauf. Das meine ich jetzt nicht böse. Wir reden hier. Achso, hier kann man zwei Wege fahren, Freunde. Warum hab ich gerade ein Schiff? Hallo? Hallo! No. Oh, verdammt. Und Anime für den Fuckkack. Nein! Jo, das ist super, Lein. Fritzi! Das interessiert uns. Was? Was denn? Likoka, ich verkriege das Kacken niemals. Kostüm. Ich hab doch gar nichts gesagt jetzt. Achso, irgendjemand hat gesagt, Anime 5 verkackt, Entschuldigung. Ja, ich. Nope. Okay, aber trotzdem niemals. Da kannst du aus. Gute Nacht, Chris Rudi. Schlaf gut. Lol. Ja, schön, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Nein, ich hab kein Instagram. Du möchtest so Nudes sehen. Gib's zu! Schlingel. Unsere Community ist versaut. Aber trotzdem geiles Rennen, finde ich immer noch. Haben wir nichts mit zu tun. Wir sind komplett unentschuldigt. Genau, wir sind komplett unentschuldigt, Freunde. Wisst ihr Bescheid? Du bist ja der Versauteste von uns allen, Ares. Gar nicht. No. Ich wollte gerade sagen, das stimmt nicht. Danke, nur weil ich mit 32 noch Pimmelwitze lustig finde, heißt das nicht, dass ich der Versauteste hier bin. Copy halt als Erstwendet, was für eine Überraschung. Und ich war nicht da, auf ihn zu wetten. Entschuldigung, die Kuka habe ich nicht mitgekriegt. Es gab auch jetzt nicht so viele Möglichkeiten, den Copy zu machen, ne? Na, ich muss sagen, das Rennen ist ja einfach nur zum Spaß. Schlechte Map, gleich Daumen nach unten. Ne, aber jetzt mal ernsthaft, so richtig viel mit Bowser's Castle hat das jetzt nicht zu tun, ne? Nee, vielleicht ne? Nur die Streckenführung wie Bowser's Castle, das kann ich mir vorstellen. Nicht gleich mal die DS nie hatte. Nicht mal die, ne. Du, also, hast du auf DS Mario Kart gespielt? Ich habe die Strecke gefahren, ja. Mehrfach. Ja, ich auch, mehrfach. Aber ich habe DS nie gespielt, das kann ich nicht vergleichen. Anime-Fan, bist du jetzt ernsthaft nur Dritter geworden? Anime-Fan denkt gleich für Nina, natürlich. Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Aus Sailor Moon. Außer auch was. Oh, Anti-Line.